Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. In diesem Video erfährst du, wie du mit einer total simplen Technik wirklich zu mehr Ruhe findest in deinem Alltag. Und das Beste daran, es ist auch für Anfänger. Ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine trockene Alkoholikerin und auf meinem Kanal geht es um heilsames Malen für sensible Menschen und ja für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ja, im heutigen Video geht es um Stress, Stressabbau und du brauchst nicht viel dafür. Eine Leinwand oder Papier, dickes Papier, paar Acrylfarben und paar Stifte und ich würde sagen, legen wir los. Ja, ich habe mir hier für diese Bilder, die jetzt gleich entstehen, extra 3D-Leinwände besorgt. So nennt man die, weil ja der Seitenbereich, also die Seite, ca. 4 cm hat. Und ich beginne mit jetzt ganz gängigen Acrylfarben im mittleren Preissegment. Und wie du siehst, der erste Schritt sind einfach nur mal entspannte Farbkleckse. Mal Farbkleckse, ohne groß nachzudenken, also da, ja, nein, so werden sie natürlich nicht ganz. Und ich habe diese Technik irgendwann mal entdeckt und die macht einfach nur Spaß, ja. Das ist, ja, just for fun und wenn du wirklich jetzt gerade so im Stress bist, wenn es, ja, zwickt und zwackt und du nicht so wirklich zur Ruhe kommst, dann kann ich dir dies wärmstens empfehlen. Es entspannt und es macht einfach nur Fun. Spaß und Fun und Freude im Tun zu empfinden ist der beste Stresskiller. Ja, wenn ich Freude empfinde, wenn ich mir abends wirklich sage, okay, ich nehme jetzt ein bisschen Zeit, so eine Stunde, also hier für den ersten Schritt ungefähr, na, Stunde glaube ich waren es nicht einmal, 40 Minuten, man muss ja auch dann warten, bis beim zweiten Schritt muss das Bild ja trocken sein. Und du kannst alles loslassen, lass einfach den ganzen Stress, lass es in das Bild fließen, mach dir oder schalte wunderschöne Musik ein. Also ich habe da auch mit Musik gemalt, hört man natürlich jetzt nicht, weil dann sonst würde ja YouTube mir auch das Video sperren. Und es war ein wunderschöner Abend. Und ein stressfreier Morgen dann. Ja, und hier, das erste Bild muss ich jetzt erstmal trocknen. Ich habe mich dann mal überlegt, Mensch, ich möchte so einen Gegenspieler dazu haben und habe mich dann für ja, so ein Blau, Blautöne entschieden. Blau natürlich mit Rot, wie man jetzt sieht. Ja, probier es einfach mal aus. Du kannst auch natürlich mit oder könntest auch mit Aquarell das Ganze umsetzen, dann natürlich auf Papier, Aquarellpapier. Ja, und da geht es weiter mit Klecksen, 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 aber es passiert noch ein bisschen mehr, also bleib dran. Das ist erst der Anfang. Ja, dann noch eine kleine Empfehlung von mir, wenn du tatsächlich richtig in der Reizüberflutung bist, dann ist es natürlich auch, wäre es eine Empfehlung oder dass du im Vorfeld einfach ein bisschen läufst. Also wirklich das ganze Adrenalin erstmal wirklich dich auspowern, auslaufen, Adrenalin abbauen. Und wenn du dann nach Hause kommst, ja, dann besteht die Möglichkeit oder wäre eine Idee, mit deinen Klecksen zu beginnen. Also so praktiziere ich das und so gebe ich das auch weiter an unsere Teilnehmer. Was eine weitere Möglichkeit wäre, dass du, bevor du zum Malen beginnst, ein bisschen tanzt, ein bisschen zur Musik tanzen, auflockern, im Stehen die Arme schlenkern. Ja, also auch, den ganzen Körper vorbereiten, auflockern, um dann eben zu malen.
Also wie du siehst, hier bin ich schon mittendrin in meinen Klecksen. Ah ja, genau, das ist auch eine schöne, ist auch eine Idee, nämlich mit zwei Händen zu malen, passieren ganz tolle Sachen. Zweihändig zu malen. Oder beidseitig. Wenn dich das Thema Hochsensibilität und heilsames Malen interessiert, habe ich dir hier eine Playliste vorbereitet mit weiteren wirklich interessanten Videos. Ja, wenn du magst, abonniere gerne meinen Kanal, damit du kein weiteres Video verpasst. Ja, und jetzt wird es spannend. Das ist übrigens, ich glaube, man sieht es gleich. Ich habe die Bilder trocknen lassen und ich schlafe ja häufig im Atelier, habe da auch eine Möglichkeit zu nächtigen. Und ich lege dann die Bilder schon so oder lasse auf meinem Maltisch liegen. Und morgens geht es dann sofort weiter. Ich liebe es, in den Tag hineinzumalen. Vielleicht hast du die Möglichkeit, deine Arbeiten liegen zu lassen und es genauso zu machen und dann wirklich am nächsten Morgen weiterzuarbeiten. Es ist herrlich. Und jetzt, du siehst, also das sind die Posca-Stifte und Aquarellstifte, ja. Und das ist für mich so der Part, jetzt komme ich ins Spielen rein. Ne? Wenn ich so auf der Leinwand spiele, so wie das, was du jetzt siehst, kann ich mich sehr gut mit meinem inneren Kind verbinden. Ich höre zu, ich male, ich zeichne, ich höre zu. Also es ist einfach toll, einfach schön. Und wie du siehst, die ganzen Formen jetzt heute, was du in diesem Video siehst, kann auch wirklich jemand umsetzen, der jetzt nicht geübt ist. Es ist Freude, Freude pur im Tun. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Das macht es leichter, damit andere Interessenten das Video finden. Ja, viel zum Stress, glaube ich, brauche ich jetzt gar nicht mehr oder gar nicht mehr groß erzählen, weil tatsächlich diese Technik für sich spricht. Also wenn du das wirklich regelmäßig anwendest, also ich persönlich wende diese Methode regelmäßig bei mir an, gerade wenn ich in großen Projekten stecke und wirklich viel arbeiten muss, weil auch permanentes kreatives Arbeiten ist anstrengend, ja. Und dann brauche ich einfach diese Form des Malens zur Entspannung. Ja, ich bin gespannt, ob es ein paar Rückmeldungen gibt, Ideen, wie du jetzt damit klargekommen bist. War es für dich entspannend? Möchtest du es öfters anwenden? Also ich bin gespannt. Schreib mir gerne einen Kommentar oder ja, ihr könnt mir auch, oder du kannst mir auch gerne eine E-Mail versenden. Oh, jetzt komme ich schon wieder durcheinander. Na, es ist spät am Abend. Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Oder die Methode, nicht die Bilder. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann besuch mich gerne auf meiner Website. Die Verlinkung ist unten in der Beschreibung und informiere dich über eine mögliche Zusammenarbeit, über meine Seminare und über meine Workshops. Alle meine Angebote sind mittlerweile online buchbar und ja, ich wünsche dir jetzt wirklich viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von heilsamen Malen und vielleicht bis nächste Woche.
dann kommt einmal in der Woche kommt im Durchschnitt ein Video raus. Also, viel Spaß und bis bald.